Das ist die Folge, wo wir bescheuerte Namen ausfindig machen. Gähner, du willst mich einschläfern. Halb ganz schläfrig, aber ich darf noch einmal angreifen, bevor ich in Nickerchen verfalle, ne? It's not very effective. Und da ist es ein Geschlafhorn. Aber ich werde jetzt sowieso Bälle schmeißen. Und Steckbrett wurde gefangen. Diese Pokémon-Art lebt in vulkanischen Gebieten, kühlt sich seinen Körper ab, erhärtet seine Haut und es wird bewegungsunfähig. Daher schläft es neben Magma. Ja. Wieso hat Team Magma dich eigentlich nicht in seinem Besitzer? Nein. Ja, was für ganz anderes. Ich wage es kaum zu schreiben, aber das wird der epischste Name, den ich mir jemals ausgedacht habe. Blub. Blub. Es hat ein Blasen auf seinem Körper. Und wenn es Blasen aus Lava sind. Blub. Das ist ja noch cooler als Toaster. Nee. Toaster ist cooler. Toaster würde Blub töten. Drei neue Pokémon, wie schön ist das denn? Ich weiß es nicht. Verratet ihr es mir. Wetten, jetzt kommt ein Panzeron. Wetten? Und was wetten wir? Dun, 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 dun. Gut, kein Panzeron, immer Glück gehabt. Da hat der aber nochmal Glück gehabt, ne? Schmeckt mal. Hallo Knirps da vorne. Es macht Spaß, durch die Vulkanasche zu laufen, über Boden und Gras. Du kannst genau erkennen, wo du herumgelaufen bist. Total klasse! Ja, da wo es grün ist. Rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Weil wir im Schatten des Vulkans stehen. Oder? Boden-Pokémon. Du warst ein Boden-Pokémon. Oh, schade. Verfalle wird dich auslutschen. Bye bye, Knackleon. Puh, das stinkt. Ja, schön für dich. Und da ist ein. Einfach mal vorbeilaufen, Trollolol. Checking halt super Schutz. Kann ich dich von hinten attackieren? Du willst gegen mich kämpfen? Obwohl ich meine Pokémon eben erst gefangen habe? Ach komm. Ich habe drei meiner Pokémon auch eben erst gerade gefangen. Gegen dich. Ich hoffe, du hast keine Attacke, die Toaster wehtut.
Eisenabwehr. Übertreib, Toaster! Übertreib! Das ist stärker als Erdbeben! Toaster! Oh Gott! Der beste Toaster der Welt. Ach, Toaster, ich hab dich lieb. Auch wenn du gerade Kokosabbilder getötet hast. Du bist froh, weil du gewonnen hast? Nein, ich bin froh, weil Toaster so episch ist. Obwohl doch nur ich dein Gegner war. Toaster! Toaster-Typ, Toaster! Bist du gerade dabei, Vulkanasche zu sammeln? Nein. Danke, dass du mich gefunden hast, aber nun müssen wir kämpfen. Ein Camper und ein Ninja. Camper Panzer. Ja, werf mir zwei Pokémon, die Finale bzw. Explosion lernen können. Gegen die Fresse. Also die Frage, was ist schlimmer? Aber beide wurden Angriff gesenkt. Das heißt... Na, guck, kümmern wir uns erstmal um Pupanze. Besonders, weil wir sehr effektive Attacken haben. Sandan! Oh, wie süß! Oh, das ist so süß! Süß. Das ist nicht süß, was du gerade mit Verfaller tust. Ein Volltreffer. Und vergiftet! Ich hab doch gesagt, das ist nicht süß. Der böse Gegengift. Aha. Ja, senk meine Genauigkeit, bitte. Bitte. Und verfalle Recht Level 23. Ninjask! Eins der schnellsten Pokémon. Wow. Fast hätte ich es pulverisieren können. Juhu. Auf mit deinem Sandwirbel. Leute! Oh, jetzt trifft gar nichts mehr. Und dann natürlich nur auf Carol. Ja, mach dich noch schneller. Verschwinde. Erhöre ruhig deine Verteidigung, du bist jetzt sowieso tot. So. Und beide sind weg vom Fenster. 88. 2x 88. Ihi, da wurden wir aber sauber geschlagen. Ich werde meine Ninja-Kunst gegen dich einsetzen. Vulkan-Aschenwirbel... Wirbler.
Was? Es ist schon vorbei? Das heißt, wir hatten nicht anstatt Sandwirbel, also Sandwirbel nur mit Asche. Aschenwirbel. Ja, super. Ja, super. Ach, Pangea. Das hätte ich auch gern gehabt. Pangea ist auch toll. Ja. Flucht. Hallo! Ich habe einen Sonnenschirm, um diese staubige, widerliche Vulkanasche von meinen niedlichen Kamaup fernzuhalten. Du hast also Kamaup? Das ist not good. Ich habe nämlich gerade ein für feueranfälliges Pokémon an der Spitze. Egal, Carol wird's klären. Los, Boss. Big Boss. Ich bin der Boss. Ja, so hört es sich garantiert. Natürlich hältst du Glut ein. Gut, dass ich ausgewechselt habe. Sonst wäre nämlich Verfaller sowas von gegrillt worden. Steck zurück. Haha. Sonntag. Das hättest du vielleicht vorher machen sollen. Aber egal. Das wird dir nichts mehr bringen. Du bist so gut wie tot. Und weil ich schneller als du bin. Haha. Gott, Pust. Ich bin total außer Atem. Wieso? Wir haben nur gekämpft. Ja. Saskia. Nett, dass du einfach so mein Handy klaust und dich da einträgst. So. Oh, Schneckmark. Du Schnecke. Schneck, Schneck. Mit Blubberbläschen. Aus Magma. Auf dem Körper. Tapete gefunden. Hallo, ihr beiden Mistgören. Flo? Okay. Wir beide sammeln Asche. Wir beide kämpfen auch mit Pokémon. Und du bist ein Flo. Ein Hundefloh. Oh Gott. Habt ihr vielleicht noch Hunde-Pokémon? Pandi und Pandia. Ja. Pandi war ein Normal-Pokémon oder war es ein Unlicht-Pokémon? Ich weiß es gerade nicht. Egal. Pandieren wir die Pandia weg. Ein Volltreffer. Ah, Verfaller. Du möchtest nicht mit der Verwirrheit von Pandia angesteckt werden, ne? Psychstrahl. Ist das eigentlich so? Wie verhält es sich eigentlich mit Psycho-Attacken auf Käfer-Pokémon? Ich weiß es nicht mehr. Aber zum Glück habe ich ja meine Liste offen. Ist eigentlich alles easy. Ja, mach ruhig eine Aufruhr. Du wirst trotzdem jetzt sterben. Da kannst du so viel rumnörgeln, wie du willst, Pandia, ne? Lee und Flo. Wir haben verloren. Mir ist langweilig. Daher sammle ich jetzt Asche. Ja, die beiden Zwillinge haben verloren und das war's mit Pokémon Smaragd Nuzlocke für diese Folge. Jetzt ab sofort wieder regelmäßiger. Nicht wieder erst in 2 Monaten. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, kleinen Freundinnen! Und Miu wird dann auch wieder dabei sein. Und wenn sie nur, dann halt im bei der Begrüßung Miu
gesagt. Nicht wahr, Miu? Miu! Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.